Hallo ihr da draußen und wieder willkommen zu einer weiteren Folge von Cosmotier meets Dark Souls. Langsam ist es gar kein Dark Souls mehr, langsam ist es nur noch normales Cosmotier, weil ich so stark bin mit meinem Schiff. Aber gut, nicht aufregen, wir haben noch zwei Schwierigkeitsstufen, in die ich mich noch nicht mal reintraue, weil die Gegner hier, die sind auch schon sehr gefährlich, wenn es mal schlecht läuft. Moment, ich sehe gerade, mir fehlen irgendwo Türen, meine Leute kommen nicht überall hin oder zu langsam überall hin. Wie kann ich denn überall Energieprobleme haben, meine Güte? Wie kann das denn sein? Holt doch mal ein bisschen früher Energie. Oh Gott, oh mein... Ich hasse Raketen. Ich hätte gern ein Punktabwehrsystem für die Raketen. Die gibt es ja auch, aber die sind schweineteuer. Oh, gut, dass wir gleich die erste Salve abfangen konnten, auch wenn mein Schild jetzt schon wieder out of energy ist. Nur durch eine einzige Salve. Und sie haben sogar einen Reaktor dadurch zerstört. Krass. Krass, krass, krass. Also nicht Reaktor, sondern Antrieb. Damit habe ich jetzt nicht so ganz gerechnet. So, ich kill jetzt einfach noch 2, 3 Schiffe, bevor ich meinen Minenturm hier anfange. Aber der Minenturm wird auf alle Fälle geil. So, was kannst du? Oh, 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 oh. Das Schiff. Junge, das ist aber saustark, dieses Schiff. Moment. Moment. Ich muss erst diese Energiedinger in der Mitte loswerden. Erst wenn die weg sind, habe ich ein gutes Gefühl, dass wir auch weiterhin angreifen können. Und dann schauen wir einfach mal, wie das läuft. Das könnte jetzt ein spannender Kampf werden. Weil ich habe ja meine richtig guten Waffen verkauft. Und eigentlich sind meine Waffen selber gerade gar nicht so stark. Nein, meine Minen hätten gerade perfekt an der Seite treffen können. Schade, dass es nicht geklappt hat. Oh, da fliegt schon mal ein Schuss von denen. Gut, dass wir noch abdriften können davor. So, mein Feuer wird gerade eröffnet auf deren Energieziel. Oh Gott. Ich habe so ein schlechtes Gefühl gerade. Shit, die sind schon durch meine Energie. Also durch meine Schilder. Deren Energiewaffe. Oh mein Gott. Gott, sieht das gerade schlecht aus. Okay, er muss auch gerade nachladen. Seine erste Salve hat gefeuert. Jetzt muss die Salve erstmal wieder nachladen. So, das wollte ich sehen. Jetzt können wir uns nämlich die Waffen von ihm schnappen. Und eigentlich, wir könnten ihn gleich auslöschen. Scheiß auf alles. Einfach gleich auf den Reaktorkern. Genau. Wenn der so einen Reaktorkern so offen rumstehen lässt, dann müssen wir das ausnutzen. Auch wenn der gerade meine rechte Seite ziemlich hart getroffen hatte. Krass, ey. So, könntest du bitte nicht in mich reinkrachen, liebes Gegnerschiff? So, dann bauen wir hier den Eingang zum Minenturm. Der wird jetzt am Anfang vollkommen bescheuert ausschauen, aber der wird irgendwann perfekt sein. So, also, wir kommen um Schilder bei diesem Turm natürlich nicht drumherum. Das ist so eine Sache, da muss man nicht diskutieren. Schilder braucht der Turm. Er braucht hier eins und ich hätte gerne... Zeitlich hier eins und zeitlich. Das ist vielleicht gar nicht so schlau. Oh, Moment, da könnte ich ein cooles Layout drumherum basteln. Einfach mal so. Und hier dann dasselbe. Wenn wir hier einen noch hinbauen. So, dann können wir nämlich das hier jetzt machen. Tada, haben geile Durchgänge. Der Turm ist oben überall geschützt. Und jetzt können wir mal ganz kurz in den Blueprint-Modus gehen, weil ich gar nicht die, die Ressourcen dafür haben und den schon mal komplett planen, diesen Turm. Und zwar wäre die Planung, dass wir hier unten 3 davon haben. Hier das da, vielleicht sogar noch einmal hier und einmal hier. Dann lauter Ammo-Storage da dazwischen. Die Storage Rooms sind ganz, ganz wichtig. Und dann die Mine-Dispenser hier immer so an der Seite, sodass die seitlich rausfeuern. Solange sie meine eigenen Sachen halt nicht treffen. Das wäre so noch eine Sache, die wir checken müssten. Aber vermutlich funktioniert's. So, dann lassen wir die Leute hier immer gleich durchgehen. Dann habe ich zwar einen riesigen toten Winkel hier drin, aber das ist mir auch gerade egal. Lustig, wie die ganzen Gänge dadurch hier so immer gebaut werden. Da kann ich keine hinbauen. Dann hier oben. Noch 2. Den hier. Und dann können wir noch einen hier hinbauen. Okay, das kostet mich 164.000. Merke ich mir auf alle Fälle. 164.000. Das könnten wir uns vielleicht sogar relativ bald leisten. Das ist nämlich nicht so viel. Auch wenn das gerade sehr eigenartig aussieht, dieses Konstrukt. Und wahrscheinlich sau viel Geld schlucken wird. Einfach da ich... Rep-Kosten für das Zeug haben werde. Oder sind die Energiereaktoren schon funktionsfähig? Hey, die sind ja schon funktionsfähig. Ist ja nice.
So, wieso fliegst du so eigenartig, Schiff? Du sollst feuern, nicht eigenartig fliegen. Und bestenfalls eher schnell als langsam, weil das Ding macht viel Schaden. Feuer! Aber wir machen ganz gut Schaden. So, das Schiff ist kaputt. 15.000 gibt mir das Schiff. Das ist doch ganz gut. Oh mein... Ist das jetzt wirklich durch diese Lücke hier durchgeflogen und hat mich hier unten getroffen? Ich glaub's ja nicht. Der Schuss war gerade ein bisschen lächerlich. So, greifen wir erstmal den linken hier an. Der ist ein bisschen näher. Oh Gott, ich glaube, es kommen beide, oder? Ja, es kommen beide. Okay, Stomper, was kannst du? Was kann ein Stomper? Ein Stomper kann absolut nichts. Dem machen wir das da kaputt, das da und schießen dann auf den Reaktor. Und was ist das andere Schiff? Hoffentlich kein Raketenschiff. Oh mein Gott, das Ding hat höhere Priorität. Das zieht mir sonst meine Energie. Okay. Zwar scheiße, weil dann dieses Ding jetzt ja ganz gut Feuer auf uns eröffnen kann, aber das ist mir gerade leider ein bisschen egal, weil ich keine andere Möglichkeit dafür habe. Ah, ich fliege ihm einfach weg, wie geil. Wie geil, er reagiert zu langsam. Er hat zu geringe Antriebe. Nice, 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 nice. Komme ich dem überhaupt hinterher? Ja, ich zerstöre ihn gerade mit meinen Minen, lol. Ganz langsam kommen hier die Explosionen. Irgendwie flieht das Ding aber trotzdem noch, what? Ich habe noch nie einen Gegner vor einem Kampf komplett fliehen sehen. So, jetzt geht's ab hier. Piu! Das war gerade nur doppelte Geschwindigkeit. Ich dachte gerade, das wäre mal 4. So, haut ein paar gezielte Schüsse noch in den Reaktor und gut, ist es 15.000 mehr. So, der Stalker kann auch schon nichts mehr. Den haben wir schon komplett demoliert mit meinen ganzen Minen hier. Und da treffen sie auch. So. 4 brauchen wir nicht mehr. Ich hoffe, bald kommt nochmal so ein Thorn. Der gibt nämlich gleich 50.000. Das wäre jetzt sehr wünschenswert. So, was bist du? Eine Stargate-Fregatte oder whatever. Nee, nicht Stargate, Star Trek. War Star Trek? Ich bin gerade irgendwie... Es hat schon irgendwie... Oder ist es einfach nur ein normales Star Wars-Schiff? Mein Gott, das ist Layout. Ich kenne es irgendwoher, aber ich kann es gerade nicht einordnen, woher ich dieses Layout kenne. So, auf was feuern wir überhaupt? Okay, auf die... Oh mein Gott, das Ding ist ja stark. Nein! Oh Gott, die erste Welle Raketen. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Uiuiuiui. Kriegen wir den, deren Raketen tot, bevor sie ein zweites Mal feuern können? Ich hoffe es gerade. Oh, ich könnte einfach auf den Reaktorkern hier gehen. Dann sprenge ich nämlich beide Raketen auf einmal. Dankeschön, das wollte ich sehen. Genau diese Explosion. Und jetzt müssen wir nur noch einen Reaktor von denen zerstören, dann haben wir es. Weil alle deren Reaktoren so nah zusammen sind. Oh mein Gott, ein zweites davon? So, Moment, ich kann mich kurz zwischendurch reparieren. Jetzt müssen wir nur schauen, ob der das Feuer eröffnet. Ha, haben wir. Gut. Wie viel brauchen wir? 148.000 fast. Okay, das heißt, jetzt kommen gleich die ersten Schusssalven von ihm hier rein. Oh, aber meine Raketen haben ganz gut getroffen. Also meine Minen. Oh, die Schüsse tun weh. Autsch. Ja, die taten jetzt wirklich weh. Oh, ich könnte gerade hier kurz... Nee, erst das Ding hier oben. Das muss weg. Hey, meine Schutzklaue hat mich gerade beschützt. Gerade ist es halt wirklich nur so ein kleines Schildgewusel, was mich halt irgendwie dadurch am Leben hält. Aber irgendwie witzig ist es. So, dann sprengen wir hier mal den Energiedingens weg. Dann haben wir das Ding auch. Nice. Ey, wie viel Geld wir jetzt gleich haben. Noch 2, 3 Schiffe. Vielleicht sogar nur noch eins. Und wir können die komplette Minenausrüstung uns leisten. Boah, ich hätte das gleich mirroren sollen auf die andere Seite noch. Diese Klaue ist voll witzig. Wie so ein kleiner Krebs. Hat auch ganz viele Schilder vorne. Und Mann, das ist awesome. Energie brauche ich dann noch da oben auf alle Fälle. Und hier. Aber das kommt noch. Das läuft noch nicht so schnell weg. So, Reckless Warrior. Wow. Wow, bist du schwach. Du kannst ja gar nichts. Die erste Minenwelle tötet ihn. Ich weiß noch nicht, warum mein Schiff manchmal falsch dreht, aber okay. Wieso habe ich nur eine einzige Mine gerade geladen? Wow, also nur mit einer Mine werde ich ihn natürlich dann trotzdem nicht instant töten. So, aber das war's schon wieder mit seinen Waffen. Jetzt machen wir ihn einfach platt. Nein, Autosave, bis gleich. So, und natürlich wieder willkommen zurück
wir haben das Schiff... Boah, ich habe gerade noch rechtzeitig auf Pause klicken können, damit ich noch einmal hier die Salve mir habe anschauen können. So, aber wir können es uns leisten. Take it! Wow, okay, wir haben viel zu wenig Leute jetzt, oder? Ja, vollkommen unterbesetzt sind wir gerade. Was? Nee, nicht unmake it. So, jetzt muss ich erstmal einmal warten, bis alle Sachen hier aufgeladen sind. Deswegen mache ich mal ganz kurz auf mal 4. Wir können gerade mal ein bisschen den Leuten hier zuschauen, wie hier alles bestückt wird. Ich verstehe noch nicht ganz, warum die nur die Energie aus den einen Sachen holen und nicht die Dinger erstmal anwerfen. Verstehe ich noch nicht ganz, aber okay. Okay, hier wird alles beladen. Die Schilder sind gleich wieder aufgeladen. Die Werkzeuge laufen hier unten. Und Ammo ist im Voraus gemacht. So, der nächste Fight wird jetzt, glaube ich, so witzig. Einfach so sau viele Minen auf den Gegner. Und dann geht's ab. So, gleich sind wir da, gleich sind wir da. So, viertelte Geschwindigkeit, damit wir das also uns schön anschauen können. Und wir schießen einfach mal so der Reihe nach auf dem seine Waffensysteme. Und ich will als allererstes dann zuschauen, wie alle Minen hier losfliegen. Da, die könnten mich vielleicht selber treffen mit ein bisschen Pech. Wow, oh mein Gott. Ich mache mir selber keinen Schaden, oder? Nee, okay, man macht sich selbst keinen Schaden. Boah, wie viel da einfach daherfliegt. Oh mein Gott, wie geil. Noch gar nichts passiert, nur eine riesige Welle. Ich hoffe, die fliegen jetzt aber alle zurück, oder? Ja, die sind schon... Oh Gott, und da hinten hat er nicht mal Schilder. Oh mein Gott, das wird gleich wunderschön. Boah, die ganze linke Seite gesprengt. Und jetzt fliegen die alle wieder zurück. Aber shit, ich glaube, die feuern nicht nochmal. Oder kommen die nochmal zurück? Der hat gerade gut beigedreht, der Penner, leider. Boah, ich brauche so viel mehr Leute hier vorne. Das ist ja unglaublich. Leider ist das Schiff auch kaum Geld wert. So, können wir beschleunigen, weil ich habe hier noch eine starke Salve. Danach wird es ein bisschen schwächer bei meinem Schiff. Die erste Salve behauptet, zerstört dafür sehr wahrscheinlich alles. So, aus dem Blueprint-Modus raus. Ab in die Quartiere. Und hier alles mit Quartieren füllen. Und schon wieder Schluck auf. Ey, nicht mal dann, wenn ich hier alles füllen würde, würde das momentan reichen. Ich bräuchte noch mehr Leute hier überall. Oh mein Gott. So, Leute. Wir springen nochmal weiter. Soll ich schon auf einen Drei... Ich glaube, ich traue mich tatsächlich auf einen Dreierplaneten. So, wir probieren das jetzt. Aber Autosave und so. Deswegen kann ich mich gleich auch schon mal verabschieden. Beziehungsweise bis gleich. Man, dieses Autosave ist nervig. Aber gut, ihr kriegt das ja zum Glück kaum mit. Und ja, bis gleich auf dem neuen Planeten. So, und WB und willkommen auf dem ersten Dreierplaneten, auf dem ich mich drauf wage. Erstmal pausieren. Okay, es sieht gut aus, wenn ich mir das so ansehe. Es sieht noch ganz gut aus. Keine Gegner. Und ich wäre... Okay, ein Gegner. Zwei Gegner. Aber ich kann ihn vielleicht schnell genug... Boah. Der ist aber gut equipped. Kann ihn vielleicht schnell genug töten und mir dann einen sicheren Spot suchen. Also einfach mal hier irgendwo drauf feuern. Oh Gott, das will ich genießen. Ich will das genießen, wie alle Minen hier einschlagen. Bam! Oh, es ist so wunderschön. Also die müssen halt nach einmal alle hier erstmal wieder Nachschub holen. Also alle Leute, die da sind, sind nur dafür da, das Schiff jetzt erstmal wieder feuerbereit zu machen. Und das dauert schon seine Zeit. Ich bräuchte noch ein paar konstante Waffen, aber das machen wir auch alles noch. Und mehr Antrieb. So. Was kannst du? Du bist doch genau dasselbe Layout, oder? Feuer, Minen. Boah, das sieht aus wie so kleine X-Wings, die wo hier losfliegen. Oh, shit. Gehen aber alle daneben. Oder kommen die jetzt alle zurück? Haben sie noch genug Antrieb? Ja, die haben noch genug Antrieb. Das Ding kommt zurück. Oh mein Gott. Das Schiff ist kaputt, oder? Es ist so geil. Oh, ich liebe diesen Turm hier vorne. Und auf der anderen Seite baue ich dann auch nochmal einen Turm in fast demselben Layout. Aber dem gebe ich dann konstante Waffen. Also, dass ich einen habe, der wo einfach mit Burst-Angriffen alles macht. Und einen, der wo einfach Gatling-Guns oder so hat. Einfach nur so ein konstanter Beschuss. Okay, ich will eigentlich nicht gegen beide kämpfen. Aber ich glaube, das kann ich mir gerade nicht ganz aussuchen. So, was kann... Du...
Gar nichts. Okay, du kannst gar nichts. Dankeschön, das ist auch mal toll. Wow. Er hat gar nichts mitbekommen von dem Fight hier. So, ich könnte auch hier eigentlich einmal Energie reinpumpen, weil Energie wäre auf der Seite auch nicht falsch. Aber erstmal hier noch die Quartiere und... Ah, ich weiß nicht, wie ich das bauen soll, damit ich mehr Leute unterkriege. Vielleicht hier die Dinger wegnehmen, so ungefähr. Ja, stopp, da habe ich mich ein bisschen verbaut, so. Und Energie bauen wir dann auch hier unten einmal hin fürs Erste. Nee, nicht hier unten, das sieht kacke aus. Bauen wir die hier oben hin, dann haben wir zwar eine Person weniger, aber können dann hier irgendwann auch noch einen hinbauen. Das sieht dann wenigstens nicht ganz so bescheuert aus. Und das Traurige ist, ich habe immer noch zu wenig Leute. Die Waffen da oben sind auch noch alle gar nicht beladen bis jetzt. Eigentlich sollte ich gerade gar nicht angreifen, aber gut, ich habe so einen schlechten Antrieb, dass ich das jetzt schon mal in Auftrag geben kann. Und ja, bis dahin ist es geladen. Wow! Kriraknil! Boah! Okay, also, das Schiff ist übel. Ich habe keine Ahnung, was soll ich fokussieren bei dem Schiff? Alles. Erstmal die großen Cannons. Machen wir die Large Cannons und die Energiedinger weg. Wenn wir das vielleicht irgendwie schaffen, sieht es ganz gut aus. Weil ich kann nicht mal sagen, ich gehe auf die Energiedinger, weil die sprengen nicht genug weg. Wobei, doch, das Energieding und das Energieding wird mir schon mal vorwärts helfen. Dann wäre nämlich die ganze Seite ohne Energie. So, liebe Klaue, feuerfrei. Klaue der Zerstörung. Und jetzt hoffe ich, dass ihr da durchkommt. Yes, sein kompletter linker Teil wurde weggehauen. Das ist gut. Oh mein Gott, das gibt so viel Schaden, der Kampf gegen das Ding. Weil ich halt jetzt nichts mehr habe. Ich habe jetzt gerade im Moment nichts mehr. Yes, ich habe es geschafft, den zweiten Arm abzukürzen. Oh, wie geil. Oh Gott, da kommt wenigstens noch meine Feuersalbe. Oh Gott, war das teuer. 55.000 habe ich bekommen. Und wie viel zahle ich? Was? Das sah gerade nach so viel mehr Schaden aus. Oh mein Gott, die Klaue ist doch einfach OP. So, dann machen wir hier noch den nächsten Fight gleich. Ey, das ist so krass. Eine riesige Salve und... So, Feuer frei. Ich kann mir das gar nicht oft genug anschauen, wie so langsam diese kleinen Minen hier, die man ganz klein da sieht, mit einer riesigen Zerstörungskraft hier einfach alles wegfetzen. Und jetzt halt seitlich sich durch dieses Schiff richtig durchfräsen. Schaut euch das an. Selbst wenn er Punktabwehr hat, der kriegt höchstens ein, zwei Minen davor down. Und jetzt. Bam. Einfach durch. Das ist unmöglich zu deffen. Der bräuchte eine komplette vordere Leistung mit Anti-Turret-Dingern da. Wie heißen die? Point-System, Anti-Point-Defense. So, genau, das. Die wollen einfach drauf feuern und deine Raketen dann damit versuchen zu zerstören. So, was kannst du? Du kannst wahrscheinlich auch nichts, aber... Ja, okay, ich lasse meine Minen einfach mal feuern. Oh, der könnte gefährlich werden. Der könnte wirklich gefährlich werden. Ah, meine Minensalbe wird schon nicht komplett daneben gehen, oder? Das war gerade auch interessant, wie sie einfach nur so quer drüber ist und jetzt hat gleich nochmal alle von hinten, oder? Nicht alle, einige sind zu weit weg, aber eine gute Anzahl kommt nochmal zurück und die fräst sich jetzt von hinten wahrscheinlich nochmal durch dieses Schiff hier einfach durch. Also einfach hier jetzt halt den Energiekern zerstören, dann ist es eh GG. Oder den Energiekern, wo jetzt dann eh gerade alle drauf fliegen und... Da kommt noch eine kleine Salve. Nice. So, Leute, wir sind aber schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne mal ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Anregungen auch gerne in die Kommentare. Und tschüss.